Ja, hallo auch von meiner Seite. Wir wechseln vom Englischen ins Deutsche, was aber das Thema nicht weniger spannend macht. Ich freue mich auf meine nächsten vier Speaker, was, glaube ich, auch mit vier Pulten ein ganz ambitionierter Plan war. Ihr könnt gerne schon mal auf die Bühne kommen. Leo, Sally, Florian und Nils. Ihr habt gleich die Chance, euch auch selber noch kurz vorzustellen und euren kurzen Pitch zu geben. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir haben die nächste Stunde gemeinsam. Wir haben die Stunde aufgeteilt in zwei halbstündige Slots. Wir haben die erste halbe Stunde, wo wir mit Startup, mit Vertreterinnen und Vertretern sprechen werden, die sich in der Idea Stage befinden, also die gerade am Anfang sind und überlegen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Wer sind denn unsere Kunden? Wie finde ich denn das richtige Team? Und haben dann die zweite halbe Stunde, wo wir uns die nächsten Phasen im Startup-Verlauf anschauen und gucken, wie sieht es denn aus in der Zusammenarbeit mit VCs? Wie sieht es aus, wenn es um das Thema Geld und Co. geht? Und deswegen freue ich mich aber für die erste halbe Stunde, dass ihr vier mit mir hier seid. Auch sehr schön in einer halben Stunde vier Panelisten. Das heißt, wir werden gleich noch über das Thema Pitchen sprechen. Ich würde euch vorab bitten, einmal kurz in zwei, drei Sätzen euch vorzustellen, ganz kurz zu sagen, was euer Startup macht und aus welcher Perspektive ihr heute auf das Thema guckt. Und ich würde sagen, wir fangen bei dir gerne hier vorne an. Bei mir, okay. Ich dachte Ladies first, aber gerne hier. Ich bin Florian, bin Co-Founder und CEO von Ivy. Wirtschaftspsychologie ist meine Fachrichtung. Was machen wir mit Ivy? Wir helfen Leuten herauszufinden, was ihre Stärken sind, um die richtige berufliche Perspektive zu ergreifen. Und wir helfen Unternehmen auf der anderen Seite auch dabei, auf einen Blick zu erkennen, was steckt denn wirklich in der Person und ist sie der richtige Fit für die richtige Stelle? Ja, mein Name ist Leo Marose, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Firma Stackfuel. Wir sind 5 Jahre alt, haben 55 Mitarbeiter hier am Standort Berlin und deutschlandweit und helfen Unternehmen sowie Privatpersonen dabei, sie sozusagen in den Bereich der Daten weiterzuentwickeln. Wie wir alle wissen, sind Daten ein ganz wichtiges Thema und wir haben sozusagen Weiterbildungsprogramme für Data Analytics, Data Science, BI, Python Programming, also alles, was heute so an New Jobs gebraucht wird und helfen da halt Unternehmen sowie Privatpersonen, sich in die Richtung zu entwickeln. Ja, hallo, mein Name ist Sally, ich bin Psychotherapeutin und ich habe mit meinen beiden Mitgründern Mental Stark gegründet und wir unterstützen Frauen psychologisch durch Blended Care, also digitale Interventionen und Online-Gruppen, schwierige medizinische Behandlungen durchzuhalten. Unser erstes Modul ist Kinderwunsch und jetzt kommen weitere Module, zum Beispiel Endometriose, damit Frauen das Beste für sich und ihre Gesundheit erreichen. Hi ihr Lieben, mein Name ist Nils, ich bin einer der Gründer von SocialBnB, eine Online-Reiseplattform, auf der wir soziale und ökologische Organisationen mit Reisenden verbinden, um so einen fairen und gerechten Tourismus zu gestalten, von dem jeder profitiert, indem die Reisenden bei den Organisationen übernachten und das Geld, was sie für diese Übernachtung zahlen, direkt die Arbeit dieser Projekte finanziert. Und habe International Business und International Trade in Köln studiert und ja, freue mich auf die Runde. Ja, vielen Dank euch vier für die Vorstellung. Ihr habt es gerade schon mitbekommen, wir haben ganz viele verschiedene Fachrichtungen. Deswegen wollen wir in der nächsten halben Stunde auch gar nicht so sehr in die fachliche Tiefe gehen von dem, was ihr mit euren Startups macht, sondern wirklich eher auch für euch im Publikum versuchen, so ein bisschen Einblicke zu geben. Wie finde ich das richtige Team? Wie bereite ich mich auf einen Pitch vor? Was gibt es vielleicht auch mal für Herausforderungen, um einfach zu schauen, wie sieht denn so das erste Jahr, wie sehen die ersten Jahre in einem Startup aus und was sind auch so ein bisschen die Lessons learned, die ihr teilen könnt? Und Leo, dafür würde ich mit dir anfangen. Eure Teilnahme beim Gründungswettbewerb liegt ja jetzt schon eine Weile zurück. Ihr habt es danach auch in den Startup Accelerator von Telefonica geschafft, dann Telefonica direkt als Kunden mitgenommen. Wenn du jetzt mit deinem Blick von heute dich noch so ein bisschen an eure Gründungsphase, an den Start erinnerst, was waren für dich oder für euch im Team so entscheidende Meilensteine in der Anfangsphase und wie konntet ihr das Gründertum zu Beginn meistern und seid da gut durchgekommen? Ja, genau. Nee, kann ich mich noch gut dran erinnern, auch wenn schon 5 Jahre her ist. Also ich glaube, zwei Sachen sind super wichtig, wenn man ein Startup gründet. Man muss die Finanzierung sicherstellen und man muss sicherstellen, dass man das Produkt verkaufen kann. Das geht beides in die gleiche Richtung, ne? Also man muss sicherstellen, dass das Unternehmen an einen bestimmten Punkt kommen kann und man muss sich überlegen, wie kann ich das bis dahin finanzieren? Mache ich eine frühe Business Angel Runde, hole ich einen großen Investor an Bord? Also egal was es ist, irgendwie muss ich sicherstellen, dass das Unternehmen schon mal wachsen kann bis zum sogenannten Product Market Fit. Also das heißt, dass der Markt das Produkt auch entsprechend annimmt. Und was wir damals gemacht haben, du hast gerade gesagt, ist, wir haben uns halt sehr früh auf den Vertrieb konzentriert, das ist auch so ein bisschen der Bereich, wo ich herkomme, und sind auf Telefonica zugegangen, großer Telekommunikationsanbieter, haben das dort vor Ort gepitcht, bevor wir das Produkt überhaupt wirklich fertiggestellt hatten. Also das heißt, bei unserem Learning-Produkt war das das reine Curriculum und wir haben dort einfach auf der Käuferseite
dargestellt, was wir machen wollen und haben gefragt, wenn das fertig wäre, würdet ihr das kaufen? Und glücklicherweise war dann der Zufall da, dass Telefonica auch eine Venture-Unit hatte, die das dann sozusagen gesponsert hat. Also das heißt, die Business-Unit selber muss das nicht bezahlen, sondern es ging über Telefonica-Zentralbudget, was natürlich erleichtert hat, für uns den ersten Umsatz zu machen und für das Unternehmen das auch einfach risikofrei auszuprobieren. Das heißt, da kann man sich auf jeden Fall umgucken, wo kriegt man Umsätze her, wenn man es im B2B-Umfeld ist. Was ich aber wirklich nur jedem raten kann, ist, sich nicht zu lange mit dem perfekten Produkt auseinanderzusetzen, zu hoffen, dass es sozusagen 100% der Erwartungen abdeckt, sondern einfach auf den Markt zu gehen, anfangen zu verkaufen, egal ob das B2C, B2B, Government ist und darauf wirklich von vornherein großen Fokus liegt. Herr, vielen Dank für die Antwort. Nicht zu lange warten, bis das Produkt perfekt ist. Glaube ich, das haben wir mitgenommen. Sally, nächste Frage an dich. Sollte man auch nicht zu lange warten, bis das Team perfekt ist? Oder wie war das bei dir in der Startphase? Du jetzt als Psychotherapeutin hattest ja den fachlichen Background für das Produkt. Wie war das bei dir? Wie hast du Mitstreiterinnen und Mitstreiter gefunden und auch von der Idee und vom Unternehmertum überzeugen können? Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich habe ein besonderes Team, nämlich ich habe erstmal alleine angefangen und es hat ein bisschen gedauert, bis dann zwei dazugekommen sind und da habe ich erstmal die Strategie angewendet, die kann ich jedem empfehlen, nämlich wenn du was machen willst, erzähl es jedem, der es hören will oder nicht. Und das habe ich auch gemacht und am Anfang habe ich mir erstmal einfach was überlegt, was ich alleine machen konnte. Ich habe erstmal gedacht, ich biete als Psychologin Seminare für Ärztinnen und Ärzte an, damit sie besser kommunizieren, habe mir einen kleinen Flyer gedruckt und bin mit meinem Klappfahrer zu den Kliniken gefahren, habe es am Empfang abgegeben und es landete wo? Im Müll. Surprise. Okay, nächsten Flyer gedruckt und so weiter und so fort. Ja, und einfach jedem erzählt. Und dann habe ich einfach Glück gehabt. Die Vera saß mit mir an einem Tisch. Wir waren da beide eingeladen von einer gemeinsamen Freundin. Ich habe mal wieder meine Kassette abgespielt. Und dann hat sie sich aus der WhatsApp-Gruppe von dem Essen meine Nummer rausgefischt und gesagt, Sally, ich kann IT-Projekte entwickeln. Ich habe das 10 Jahre gemacht. Ich kann dir helfen. Ja, also das heißt, manchmal ist es dann auch einfach der Zufall, neben wem man am Dinner sitzt und wen man dann in der richtigen WhatsApp-Gruppe hat. Ob das Zufall ist? Das, vermutlich ist es das in der Bubble nicht. Vermutlich nicht. Du hast gerade das Klappfahrrad angesprochen. Ich habe bei euch auf der Website, Florian, ein ganz spannendes, oder auf der Website der Hochschule für Wirtschaft und Recht, ein ganz spannendes Zitat gefunden. Da steht, hinter AVI stecken Leidensgenossen. Das ist, glaube ich, eine Story oder auch eine Geschichte, die hört man aus vielen Startups. Wie war das bei euch? Was ist das Leid, was ihr gemeinsam durchlaufen habt und wie schweißt das dann auch ein Team in so einer Gründung zusammen? Ja, also bei uns war es mehr oder weniger diese Orientierungslosigkeit, die man einmal ja hat, was kann ich wirklich gut, wo ist mein Sweet Spot, wie kann ich den leben und oft auch das zu übertragen dann auf die berufliche Karriere. Also jeder unserer Gründer hat verschieden eigentlich andere Sachen machen wollen. Da ist vom Piloten dabei, der eigentlich fliegen wollte und heute Tech macht, bis hin zu Panzerböden, die geschweißt wurden und erstmal Ausbildung und zweiter Bildungsweg, bis man dann es doch ins Studium geschafft hat. Und ich glaube, das Grundproblem, was wir da sehen, ist oft irgendwie das selbst zu erkennen und das dann auch wirklich anwenden zu können und warum Leidensgenossen das auch zeigen zu können. Also selbst wenn ich weiß, was ich wirklich gut kann, wie bringe ich das denn rüber über klassische Unterlagen? Und auf diese Hürden sind wir gestoßen, auch auf ganz praktische wie unconscious bias, also bewusste oder unbewusste Wahrnehmung, dass auf einmal relevant war, waren wir sympathisch, woher kommen wir, was unsere soziale oder ethnische Herkunft, ne? Und das ist auch etwas, was wir bei allen Teammitgliedern bei uns merken, dass es irgendwie darum geht, sich zeigen zu können, unabhängig von Aspekten, die nicht wichtig sind. Und deswegen haben wir eine Lösung gebaut und leben auch als Unternehmen heute das, was wir eigentlich wollen, dass jeder in der Perspektive arbeiten kann, in der er besonders gut ist und in der er sich auch erleben kann und weiterentwickeln kann. Also Purpose ist da so ein Thema und ich glaube, das schweißt eben zusammen und deswegen haben wir auch diese tägliche Motivation, das anzugehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig im Startup, je früher das Startup vor allem existiert, dass man eben gemeinsam etwas verändern will, egal welche Motivation man vielleicht noch dazwischen hat. Und es gibt auch so Investoren, die sagen ja, deswegen eine mittelmäßige Idee kann vom guten Team gewuppt werden. Umgedreht funktioniert das halt nicht, weshalb ich glaube, dass das so extrem wichtig ist. Ja, Nils, ich glaube, bei euch ist das Thema Team auch ganz spannend. Euer Song ist ja Travel with Impact. Jetzt ist die Reisebranche eine, die mit Corona ja doch deutlich gebeutelt war. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da dann auch mal Herausforderungen im Team gibt in der Frage, was ist denn eigentlich die Vision, mit welcher Idee haben wir gestartet, was ist da eure Geschichte und wie hat sich vielleicht so eine Vision dann auch in der Zeit des gemeinsamen Zusammenarbeitens nochmal angepasst?
Bei uns spielt die Vision natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Ich glaube, wie Florian das auch richtig gesagt hat, so eine Vision kann das Team zusammenschweißen, in schwierigen Zeiten natürlich auch wieder Motivation geben und zur anderen Zeit auch als so Art Nordstern gelten, irgendwie, an dem man dann auch die Entscheidung wieder ausrichtet, dass man sagen kann, so hey, okay, unser Ziel ist zum Beispiel, Tourismus fairer zu gestalten und dass das Geld, was in dieser Region generiert wird, wirklich den Leuten und der Region und diesen Projekten vor Ort zugutekommt. Und dann können wir jede Entscheidung, die wir treffen, daran auch messen, zu sagen, okay, trägt das gerade dazu bei, dass diese Vision Realität wird, dass wir der Vision näher kommen oder nicht. Und das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig auch. Wir sind damals als Studentenprojekt gestartet und in einer Studierendeninitiative, die sich damit beschäftigt hat, soziale und ökologische Probleme unternehmerisch zu lösen. Das heißt, wir waren vom Mindset schon sehr nah beieinander und das hat halt sehr, sehr geholfen, auch diese gemeinsame Vision dann langfristig zu prägen. Und da ist es halt auch, glaube ich, sehr wichtig, sich gegenseitig immer wieder abzuholen und zu sagen, hey, wo stehst du gerade, wie ist das für dich mit dieser Vision, weil die muss halt über allem stehen am Ende des Tages. Und ja, da kann ich euch auch nur ermuntern, wenn ihr selbst in der Gründungsphase steckt, so ein Team ist wahnsinnig wertvoll und das war für uns immer mit das Inspirierendste, auch nicht nur die beiden Gründer zu haben, sondern im Endeffekt das ganze Team dahinter und dann Leute auch zu finden, auch während des Weges, die vielleicht nicht von Anfang mit dabei sind, aber die diese Vision dann genauso leben und genauso sehen und genauso mittragen. Und das ist was wahnsinnig Inspirierendes. Genau, ich würde da vielleicht auch was so ein bisschen challengen. Ich sehe es genauso, dass eine Vision super wichtig ist, also wo will man hin? Was ich aber oft so als Misconception wahrnehme, ist, dass man eine unglaubliche Passion für dieses Thema braucht. Ne? Also wenn ihr jetzt gerade da seid und sagt, hey, ich will was gründen, ich will was machen, kann die Passion auch sein, ihr wollt ein Business aufbauen, ihr guckt euch einen Markt an, ihr wollt das machen, sowas bei uns zum Beispiel auch. Ich glaube nicht unbedingt, dass man immer sozusagen die hundertprozentige Passion für das Thema haben muss, dass man Expertin, Experte daran ist, sondern es ist wichtig, eine Vision zu haben, wo soll das Unternehmen hingehen. Aber das verwechseln oft viele wirklich mit diesem Passionsthema, die entwickelt man oft mit der Zeit. Ne? Also nicht immer ist das von vornherein. Also ich glaube, für jeden, den gründet und der merkt so auf dem Weg, wie passionate bin ich jetzt irgendwie da drauf oder nicht. Manchmal kann die Passion auch einfach sein, ein großes Business aufzubauen. Ich würde mich da auch nochmal dranhängen, weil vor Burnout kommt Burn und mentale Gesundheit bei Gründern ist super wichtig und bei allen Berufen, die mega identifiziert sind mit ihrer Vision. Und es ist nicht cool, ein Unternehmen zu gründen und 7 Tage die Woche zu arbeiten oder jeden Tag 14 Stunden, das ist auch nicht heldenhaft. Mich kotzen diese Posts auch an und lasst euch das nicht als Passion verkaufen. Ja, ich glaube, da sprecht ihr was ganz Wichtiges an, auch die Frage, was ist das Image von Entrepreneurship und was ist dann auch das, was dahinter steckt? Sicher viel harte Arbeit, muss das um 3 Uhr nachts bis zum Tod sein? Ganz sicher nicht, das ist für die mentale Gesundheit von niemandem von uns von Nutzen. Vielleicht nochmal eine Frage zu dir, ihr hattet ja sicherlich vielleicht dann doch mal ein paar All-Nighter, bevor ihr gepitcht habt in der Höhle des Löwen. Das ist natürlich, glaube ich, eine ganz spannende, große Bühne. Wie bereitet man sich auf sowas vor und was waren da so auch eure Gedankengänge und eure Experience, da auf der großen Bühne zu stehen und aus der Vision eine gute Geschichte zu erzählen? Ja, ganz wichtig ist ja immer zu gucken, wen will ich überhaupt erreichen, ne? Und im TV war es natürlich dann schon, dass vor allem das TV-Publikum im Vordergrund stand. Also was ist die Lösung, der Mehrwert für die in der Sendung? Und im Anschluss ging es natürlich dann auch sehr um Investorenfragen, also Markteintrittsstrategie, Wachstumspotenziale, all solche Dinge, die man dann ja nur zum Teil sieht, weil sie teilweise vielleicht auch ermüdend sind oder nicht so entertaining. Und das ist auch das, was wir gelernt haben, teilweise auch sehr hart gelernt haben, dass Copywriting, Storytelling so viel wichtiger ist, um erstmal überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen. Und diese ganzen Fakten, die man vielleicht dann hinterherwirft, die sind der zweite Schritt, um dann irgendwie zu überzeugen, zu closen, was auch immer. Und was mir immer wieder begegnet, ist, dass man ja natürlich super gerne über sein Produkt, über seine Feature und so spricht. Im Zweifel interessieren die aber keinen Menschen. Wir sind da so drin und dass dieser Button jetzt so toll aussieht, finden wir mega und macht doch total Sinn, aber die Zielgruppe oder dem Kunden ist das völlig egal. Also Unternehmen wollen Probleme gelöst bekommen, so rum. Die Storyline für eine Presse ist dann eher, es muss eine interessante Geschichte sein und Investoren wollen halt schon mitgenommen werden, das muss in ihrem Investmentfokus sein, getriggert werden und das ist halt, je komplexer das Produkt, desto wichtiger, glaube ich, ist diese Storyline und auch wir arbeiten da heute immer noch dran, das zu perfektionieren und detaillierter für differenzierte Personas so aufzubereiten, damit die verstehen, was wir machen. Ja?
Ja, du hast gerade was ganz Spannendes gesagt. Es ist ja häufig so, dass man nicht nur eine Zielgruppe hat. Sally, deswegen den Ball zu dir gespielt. Bei euch ist es ja so, ihr habt die Endnutzerinnen und Nutzer, aber ihr habt natürlich auf der anderen Seite auch als Stakeholder Kliniken, Krankenkassen, die ihr von eurem Produkt überzeugen wollt. Wie schafft man es da, den Spagat zu wahren und auch irgendwo alle Gruppen zielgruppengerecht anzusprechen? Ja, das ist eine super wichtige Frage. Ein Ziel, was wir ja verfolgen, ist, dass die sogenannte Arztminute effizienter genutzt werden kann. Also das Schlimmste für die Versorgungssituation ist, wenn Kliniken Wartelisten haben. Und wenn ich zu einer Ärztin hingehe und sage, hey, wenn das nächste Mal eine Frau in deiner Behandlung weint, dann kannst du das in 5 Minuten abmoderieren und ich kümmere mich um die mit meinem Team, dann sind wir im Game. Und da kann man jetzt drüber streiten, ne, ob das nicht eigentlich das lange Arztgespräch ein wichtiger Teil der Behandlung ist. Wenn man auf Yameda, auf der Arztbewertungsplattform guckt, schreiben immer Patienten, oh, die haben sich Zeit genommen. Aber wenn der Preis dafür eine Warteliste ist und eine 39-jährige Frau 9 Monate auf der Warteliste steht, bis sie eine Kinderwunschbehandlung bekommt, ist nicht okay. Und das heißt, es geht da dann auch vor allem darum, wirklich in einzelnen Stories zu erzählen, was ist der Mehrwert, was kann ich auch davon mitnehmen und was bringt es auch dann im Alltag wirklich. Ja, und ich bin eine Freundin der positiven Psychologie. Also Pain Point ist eine Sache, aber Joint Cause, gemeinsame Vision, ne? Mehr Menschen behandeln, Leute schneller behandeln, Leute mit den richtigen Tools behandeln, nämlich wenn man Trost braucht, braucht man eine Psychologin und wenn man eine Hormontherapie braucht, braucht man einen Endokrinologen. Und da sind wir noch mal ein bisschen anders im Game, als immer in den Painpoints rumzustochern. Also ja, das ist ein Ansatz, man muss den gemeinsamen Painpoint finden. Aber das Ziel ist ja nicht, dass wir alle die ganze Zeit nur Schmerzen und Pain haben. Also wir wollen doch nach vorne kommen und es soll doch irgendwie alles cool werden. Das ist, ja, ich glaube, das ist, man sieht an deinem Lächeln, dass du das auf jeden Fall lebst. Nils, vielleicht einmal zu dir. Ich glaube, Reisebranche hat ja jetzt einiges an Painpoints, aber bei euch ist natürlich auch ganz wichtig, wie hole ich Nutzerinnen und Nutzer ab mit der Idee des Reisens mit Impact, aber wie hole ich sie vor allem auch jetzt in einem neuen weltweiten Setting ab? Habt ihr da nochmal jetzt auch in der Phase neu überlegt, wie funktioniert das da mit der Ansprache und was waren da so eure Gedanken? Ja, das ist definitiv eine Herausforderung und da wir auf Neudeutsch ein Two-Sided Marketplace sind, da haben wir auch mit 2 Seiten als Nutzer und Nutzerinnen zu arbeiten, sprich auf der einen Seite die Organisation und die Projekte, die natürlich auch teilweise für den Tourismus erst gewonnen werden müssen und zu zeigen, hey, das sind die Möglichkeiten, die ihr mit Tourismus habt oder auch zu gucken, ob die zu diesem Konzept passen und auf der anderen Seite natürlich auch genug Reisende zu generieren, dass es sich für sie rentiert. Das heißt, es ist halt immer so ein bisschen Henne-Ei-Geschichte. Ist es interessant für die einen auf der Plattform zu sein, nur wenn genug von den anderen da sind? Und das muss man halt irgendwie immer balancieren und halt natürlich auch gucken, möglichst früh mit beiden Zielgruppen in unserem Fall in den Austausch zu treten. Das hat Florian gerade sehr schön gesagt, auch nicht ewig lang an dem Produkt arbeiten, weil ja, man hat irgendwie die Vision von dem Produkt und wie es, oder der Dienstleistung im Kopf, wie es aussehen könnte. Im Endeffekt wird sich das noch 20 Mal ändern und du wirst nur was erfahren, wenn du mit den Nutzern und Nutzerinnen am Ende redest. Was wollen die Reisenden? Wie stellen sie sich die Experience vor Ort vor? Wie wollen sie buchen? Wie wollen sie bezahlen? Was wollen sie vor Ort erleben? Auch von den Organisationen, was erwarten die von der Plattform? Was erwarten die von der Experience? Das heißt, da kann ich euch nur ermutigen, möglichst schnell auch rauszugehen und zu sagen, hey, lass uns einfach quatschen, bevor wir da wahnsinnig viel reinstecken. Weil bei uns, wir waren damals unsere besten Kunden oder unsere besten Reisenden, weil wir hätten uns genauso eine Lösung, die wir gerade entwickelt haben, als Reisende gewünscht. Aber wir repräsentieren natürlich nicht auch den ganzen Markt. Das heißt, man muss trotzdem rausgehen und gucken, hey, ja, was wollen eigentlich die ganzen Leute und dann das Produkt danach entwickeln und die Dienstleistung. Ja, ich sehe gerade, da gab es schon viel Nicken in der Runde. Leo, vielleicht nochmal zu dir. Ihr habt ja schon relativ viel auch eingesammelt von Investorinnen und Investoren, seid ja auch gut im Kontakt. Was waren da so die zentralen Learnings, wie man auch wirklich von einem Investment Board überzeugt? Die stellen ja nochmal durchaus andere Fragen als die Kundinnen und Kunden, die sagen, ich will ein geiles Produkt oder irgendwie eine Dienstleistung, die mir einen Mehrwert bringt. Was sind da so jetzt vielleicht auch fürs Publikum gerichtet Tipps und Tricks und vielleicht auch Dinge, die man nicht machen sollte? Also bei uns ist ja so, wir haben nur Business Angels an Bord, obwohl wir sozusagen schon 5 Jahre am Markt sind. Also wir haben uns dann auch bewusst gegen eine größere institutionelle Runde entschieden.
Da muss man auch wieder die Zielgruppe sich überlegen. Was will ein VC sehen? Was will ein Business Angel sehen? Was will ein Corporate VC sehen? Also das muss man verstehen. Wo wollen die hin? Und man muss sich sehr früh entscheiden, weil man geht letzten Endes wie eine Ehe ein über viele Jahre. Die Personen sind dann im Cap Table, die kriegt man dann nicht mehr raus. Das heißt, man sollte sich schon sicher sein, dass die passen. Und wir selber haben tatsächlich 13 Business Angels an Bord, sind schon sehr viele. Und da kann ich sagen, dass wir aber auch sehr, sehr zufrieden sind und die gut ausgewählt haben. Was sollte man dabei beachten? Also heute rückblickend würde ich, glaube ich, mit jedem Investor, Investorin einmal essen gehen, um einfach so ein bisschen zu schauen, also hört sich jetzt ganz blöd an, also ein bisschen meine Theorie, wie geht diese Person mit anderen Menschen um? Also irgendwie, wie geht die Person mit dem Kellner, mit der Kellnerin um? Wie reagiert die Person in einem Social Setting? Weil wenn im Startup alles gut läuft, dann wird immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Aber was ist, und das ist im Startup normal, wenn es auch mal runtergeht, wie reagieren die Leute dann auch auf Stress? Und vielleicht noch was anderes, man sollte sich schon gerade bei Business Angels überlegen, irgendwie wie viel Kapital haben die wirklich? Ist es für sie eine kleine Wette, die sie eingehen können, dann werden sie auch nicht schnell nervös? Oder ist das vielleicht ihr ganzes Erspartes, was sie jetzt in dein eigenes Unternehmen stecken? Dann kann man da auch sehr schnell nervös werden. Ja, also bei Business Angels gerne auf mich zukommen, ich glaube, ich genügend Tipps. Für alle anderen Runden weiß ich nicht, wer sonst noch eine institutionelle Runde gemacht hat. Sally, gerne. Also wir wachsen profitabel mit unserem Umsatz und das wollen wir auch möglichst lange beibehalten. Jetzt skalieren wir aufs zweite Modul, mal gucken, da wollen wir dann die Engpassstellen identifizieren. Und wenn wir ganz, ganz doll überzeugt sind, dass wir die mit Geld lösen können, dann würden wir ein Investment in Betracht ziehen. Aber ich habe keinen Bock, am Ende auf einer Money-Burning-Machine zu sitzen. Ich will in dem Unternehmen 20 Jahre arbeiten und ich will Leute ausbilden und das soll ein Great Place to Work werden. Und das gebe ich erstmal nicht aus der Hand. Das ist, glaube ich, eine geile Vision. Ihr lächelt alle. Ich glaube, das ist was man natürlich dann auch mitträgt. Für die letzten 5 Minuten, damit man auch wirklich so was Konkretes hat, was man sich jetzt in die Notizhefte schreiben kann. So die klassische Frage, was hätte ich gerne vorher gewusst? Du hast gerade schon viel gesagt, deswegen würde ich sagen, wir fangen gerne bei dir einmal vorne an. Was sind so Dinge, wo du sagst, ja, hätte ich das vorher gewusst, wäre es schon geil gewesen? Und was kannst du dann jetzt auch den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben? Ich hätte so vieles gerne vorher gewusst und es ist ja schön, dass man viele Dinge zum ersten Mal macht und immer lernt und eigentlich, wenn man denkt, so jetzt wüsste ich, wie es funktioniert, kommt die nächste Stage in der Entwicklung des Unternehmens und dann fängt man wieder von vorne an. Mentoren sich suchen, finde ich super wertvoll. Andere Leute, mit anderen Leuten sprechen, die das schon gemacht haben. Das können Investoren sein, das können irgendwie Gründer sein, die schon einen Tick weiter sind. Leute, die eine Fachexpertise da haben, das hat mir immer am meisten gebracht, zu verstehen, wie etwas ist, weil wir alle sind nicht allwissend und wir sind ein bisschen in unserer Bubble und ich sehe da einen sehr großen Hebel, so eben neue Learnings zu machen und Dinge zu vermeiden, die andere schon falsch gemacht haben. Ja, ich glaube, dafür ist ja genau auch so ein Austausch und so ein Netzwerk wie heute gedacht, dass man dann auch endlich mal außerhalb von Zoom sich trifft und sich austauscht und dann vielleicht auch mal über die Fuck-Ups spricht und über das, was vielleicht auch nicht gut gelaufen ist, weil man muss ja Fehler nicht wiederholen, wenn sie schon mal jemand gemacht hat und was rausgelernt hat. Lea, du hast gerade schon relativ viel dazu gesagt, was ihr gelernt habt. Möchtest du trotzdem noch was ergänzen? Kommt dir noch was in den Kopf? Also ich kann da nur zustimmen, was Florian gesagt hat, vielleicht, was man einfach wissen sollte. Also man sollte sich sicher sein, dass man gründen will, dass man diese Achterbahn auch mitfährt. Da sollte man vorher sich bewusst sein. Ich war mir das bewusst und bin deswegen auch happy mit allem, was wir machen. Jetzt rückblickend, 5 Jahre am Markt, 2 große Krisen, Corona, jetzt die andere, wir sind im B2B-Umfeld. Also man sollte einfach wissen, auf was man sich einlässt und auch nicht für jeden ist Gründen was. Ne? Ich weiß, es soll jetzt hier eine Werbeveranstaltung für Gründen sein, aber man sollte es halt vorher wissen und dann wird man damit auch sehr, sehr glücklich, dass man mit diesen Challenges umgeht. Also ich würde sagen, einfach nur gut überlegen, ob man das machen will und dann durchziehen. Go for it. Sally. Also wenn ich vorher gewusst hätte, dass es so viel Unterstützung gibt an Förderprogrammen oder Mentoren und ein super Tipp, den ich mal bekommen habe, war, fragt eure Ex-Chefs, ob die eure Mentoren sein wollen, weil deren Unternehmen habt ihr schon verlassen und in deren Netzwerk könnt ihr nur noch sozusagen besser werden. Das war ein super Tipp, aber wenn ich gewusst hätte, dass so viele Leute bereit sind zu helfen, das hat mich wirklich überwältigt, weil im Gesundheitssystem ist die Antwort auf alles, ist kein Geld. Und auf einmal einfach Leute, die sagen, boah geil und hier noch ein Förderprogramm und da noch ein Wettbewerb. Also ich sage immer, Wettbewerbe sind der Business-Kindergarten. Wer das nicht kann, gewinnt auch später keine Ausschreibung. Also go for it. Vielleicht direkt noch kurz eine Follow-up-Frage, weil ich glaube, ganz oft ist die Frage, wo finde ich denn diese ganzen Infos? Klar, im Gespräch von jemandem, der es gemacht hat und weiß, so läuft es, aber was hat dir da auch geholfen? Waren das wirklich überwiegend persönliche Kontakte oder was wäre so dein Tipp, wenn man sagt, ich will mich erstmal in der Landschaft zurechtfinden, was gibt es denn da so überhaupt?
Also tatsächlich das erste Förderprogramm, wo ich mitgemacht habe von Youth Business Germany, das war ein persönlicher Tipp, weil ich natürlich erstmal gedacht habe, ja, ich habe kein Team und alleine anfangen. Und dann hatte ich ja damals auch noch weder eine digitale noch eine innovative Idee. Aber sich da gar nicht so rumzudrehen, das ist genau das, was eben eigentlich schon gesagt wurde, sozusagen rausgehen und erstmal die erste Person finden, die einen unterstützt. Und dann wirklich klassisch Google Search nach Wettbewerben. Also wir haben einen Award-Kalender und der wird abgearbeitet. Also das haben wir auch skaliert. Sehr schön. Und ich glaube, jetzt müsste man hier eigentlich im Hintergrund einmal den Werbeblock einführen, denn das BMWK macht ja ganz viele tolle Sachen und das bringt euch vier ja hier auch mit mir aufs Panel. Also auch da viel kommt natürlich aus dem privaten Sektor, aber viel versuchen Ministerien sich einzubringen für die verschiedensten Stages, die es gibt, für die verschiedensten Setups thematisch, wie auch von der Gründungsphase. Also das Ein Mini-Tipp, genau. Also wenn ihr in Berlin seid, Berlin Partner, auch super Ansprechpartner, weil sie wirklich Standortagentur sind, sich mit allen Fördermitteln auskennen, mit allen Sachen. Also kann ich auch nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Perfekt, ist notiert. Nils, nochmal zu dir. Was wären Dinge, die du gerne vorher gewusst hättest oder was sind so deine Tipps und Tricks, die du gerne jetzt noch teilen möchtest? Tatsächlich zweierlei. Auf der eine Seite, was ich gerne vorher gewusst hätte oder was wir gerne früher gemacht hätten, ist sicher mit Hypothesen und mit Testen und datengetrieben arbeiten. Das klingt wenig sexy, aber wir haben halt einfach immer erstmal gemacht. So nach Gefühl, so ja, der Post fühlt sich jetzt gut an, die Organisation fühlt sich jetzt gut an und man macht erstmal. Aber da man natürlich auch mit begrenzten Ressourcen arbeitet, ist es halt wahnsinnig wichtig, im Endeffekt auch zu sagen können, hey, das funktioniert besser als das, gehen wir eher in die Richtung, wie entwickeln wir uns weiter, dass man das auch immer wieder nachhalten kann, dass man sich selbst auch irgendwie nach 3 oder 6 Monaten sagen kann, so ja, okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Also das ist was wir auf jeden Fall hätten früher machen sollen, wo wir sehr, sehr viele Learnings draus ziehen. Und mein Tipp im Endeffekt, die Reise zu genießen. Wie Leo gesagt hat, man muss sich bewusst sein, auf was für eine Reise man sich einlässt, aber ich würde es für nichts in der Welt tauschen. Es ist wunderschön, wahnsinnig tolle Menschen auf der Reise kennengelernt und sich auch immer wieder diese Zeit zu nehmen, auch zurückzuschauen und die Erfolge auch zu feiern, weil man versinkt so schnell in diesem Alltagsding und es ist immer noch eine Mail und noch ein Call und noch ein, gerade jetzt auch mit online und dann sitzt du im Zoom-Meeting und so habe ich mit Jule, mit unserem gerade drüber gesprochen, du sitzt da und freust dich über irgendwas und dann machst du den Zoom-Call aus und sitzt da wieder alleine. So, ja, okay, wie kann man das schaffen, irgendwie wirklich zurückzublicken und zu sagen, hey, das haben wir die letzten 6 Monate erreicht, es ist super viel passiert, vor 6 Monaten haben wir uns mit komplett anderen Thematiken beschäftigt und es ist krass viel passiert und nicht einfach nur dieses, okay, wir machen weiter, nächstes. Und das ist, glaube ich, super wichtig, auch die Reise in der sich zu genießen einfach. Ja, super schön. Ich glaube, das war fast das beste Schlusswort, was man hätte haben können. Ich sehe, ihr stimmt dem Ganzen zu. Ich glaube, wir haben viel gesprochen über die Frage, wie finde ich das richtige Team, wie pitche ich richtig, was ist das für eine Erfahrung, worauf sollte ich achten, wenn ich mir Geldgeber mit ins Boot hole und am Ende des Tages, Startups gründen, in Startups sein, ist eine Achterbahnfahrt, man sollte es genießen und ich hoffe, ihr nehmt den heutigen Tag als Anlass, das auch mal in echt bei gutem Sonnenschein und einem Berliner Bier zu genießen. Deswegen an dieser Stelle nochmal danke an euch, dass ihr eure Erfahrungen so offen geteilt habt. Ihr seid ja auch noch hier, das heißt, ich nehme an, man kann euch auch noch für Fragen oder nochmal Erfahrungswerte zu einzelnen Themen kontaktieren. Deswegen danke Leo, Sally, Florian, Nils, dass ihr die Zeit hier auf dem Panel mit mir verbracht habt. Dankeschön. Genau, bevor ihr gleich alle schon nach draußen verschwindet, um die knapp 35 Grad zu genießen, würde ich mich freuen, wenn ihr auch die nächste halbe Stunde noch bei mir bleibt, denn auf diesem Panel geht es spannend weiter. Ich hatte das eingangs erwähnt, wir haben uns gerade mit den 4 Panelistinnen und Panelisten vor allem angeschaut, wie sieht es denn aus, wenn ich starte, auf was muss ich achten, wenn es ums Team geht, wenn es um den Pitch geht und auch um die Frage, was machen wir hier eigentlich, was ist die Vision? Und in der nächsten halben Stunde in der Growth Stage wollen wir uns anschauen, wie sieht es denn aus, wenn man die Phase schon erfolgreich hinter sich gebracht hat, wie sieht es aus, wie ich vom Startup zum Scale-Up werde, wie sieht es da dann auch im Detail aus mit der Frage, wie finanziere ich mich nachhaltig, wie bin ich da im Austausch auch mit externen Kapitalgeberinnen und Investorinnen und deswegen freue ich mich auf die nächsten 3 Speaker, die ich noch nicht gesehen habe, die hoffentlich jetzt aber, wenn sie ihren Namen hören, auf die Bühne kommen werden. Das sind Luis Heinz vom Hightech-Gründerfonds, Thies Wollesen als Strategy Consultant von SoSafe und Stefan Foulard, Gründer von Compredict.
Genau, der Disclaimer kommt vorab. Genau, ihr könnt euch auch gerne noch in anderer Reihenfolge hinsetzen. Der Disclaimer kam vorab, ihr habt es gerade hinter mir kurz gesehen. Wir hatten eigentlich auch noch eine weibliche Gründerin eingeladen, weil es ganz wichtig ist, dass die Startup-Bubble zwar doch sehr aus jungen, weißen Männern besteht, aber es natürlich auch tolle Frauen gibt. Amelie Weidemann hat leider kurzfristig absagen müssen, aber das war uns einfach wichtig, das nochmal hier auf der Bühne auch vorab zu sagen. Und genau, ich freue mich, dass ihr da seid. Ihr habt vermutlich viele der Phasen und der Themen, die wir gerade besprochen haben, noch in Erinnerung aus der damaligen Zeit, wo es losging. Wir wollen uns jetzt heute angucken, wie sieht es denn eigentlich aus mit Investment, wie sieht es aus mit einer Go-to-Market-Strategy und wie sieht es auch aus in der Frage, wie schaffe ich es denn, ein Unternehmen, ein Startup auch nachhaltig und für die Zukunft aufzubauen und was braucht es auch von außen für diese Dinge. Und deswegen, genau, werden wir die nächsten 30 Minuten uns versuchen, mal in dieser Stage der Startups zurechtzufinden und von euren Erfahrungen zu lernen. Und ich würde gerne anfangen, Thies, mit der Frage, was denn aus 3 erfolgreichen Funding Rounds so die Learnings sind. Was nimmt man mit, wenn man das Ganze schon jetzt eine Weile macht und worauf sollte man auch achten? Ja, hallo, freut mich bei euch zu sein. Ich bin Thies von der Firma SoSafe. Vielleicht sage ich ein paar Worte vorweg zu mir und zu SoSafe. Wir sind 2008 gegründet, kommen aus Köln, sind ein B2B-Software-Startup oder Scale-Up vielleicht mittlerweile im Bereich Cybersecurity Awareness und Training. Das heißt, wir helfen Unternehmen dabei, ihre Mitarbeitenden zu schulen im Umgang mit Cyberrisiken in der Online-Welt und eine Security-Culture in diesen Unternehmen zu etablieren. Wie gesagt, 2018 gegründet in Köln, aber mittlerweile mit 5 Offices in Berlin, Amsterdam, London, Paris und halt Köln. Mit 350 Mitarbeitenden mittlerweile sogar und weil es ums Thema Finanzierung geht, vielleicht auch der letzte Punkt dazu. Wir haben dieses Jahr, Anfang des Jahres, unsere letzte Finanzierungsrunde gemacht, also eine Series B war das, mit 73 Millionen US-Dollar, geführt von Highland Europe, ein englischer-amerikanischer Investor, und haben auch noch deutsche VCs und Business Angels dabei. Genau, ich selber bin seit gut 2 Jahren dabei, habe vor allem VC gearbeitet und arbeite im CEO-Office in der Strategy-Abteilung. So, für etwas Kontext, sorry dafür, aber ich glaube, das hilft vielleicht beim Verstehen, was wir so machen. Was hätten wir gerne gelernt bei Finanzierungsrunden? Also ich glaube, dass eine der wichtigsten Dinge meiner Meinung nach ist, dass allein der Begriff Runde schon das falsche Denken auslöst. Also wir denken eigentlich weniger in Finanzierungsrunden, sondern in einem kontinuierlichen Prozess. Also solange wir uns entscheiden, nicht nur aus dem eigenen Umsatz-Cashflow zu wachsen, sondern wirklich darüber hinausgehend zu investieren, also Cashflow negativ sind, sind wir ständig auf externes Kapital angewiesen und das geht über mehrere Jahre. Das bedeutet, wir sind ständig im Austausch mit Investoren und nicht nur alle 2 Jahre mal vielleicht 3 Monate lang. Und das heißt, wirklich die menschliche Interaktion mit Investoren, also wir sagen im Sales bei uns immer, aber das gilt auch für die Finanzierung, Menschen kaufen von Menschen. Also es ist auch zwischen GründerInnen und InvestorInnen wichtig, diese Beziehung aufzubauen, dass man Trust bildet, und gleichzeitig bedeutet das auch, dass man sein Unternehmen eigentlich nach VC-Metriken frühzeitig steuern sollte, wenn man VC-Metriken letztlich benötigt in Finanzierungsrunden. Genau, das sind, würde ich sagen, so 2 Key Learnings. Ich mache mal einen Punkt gerne dazu, ein paar Details später. Danke. Ja, auch hier habe ich gesehen, da gab es Zustimmung. Stefan, du bist Gründer und Geschäftsführer von Compredict. Vielleicht auch einmal für den Kontext dein kurzer Pitch. Wer bist du, was macht ihr und was bringt dich auf diese Bühne? Ja, genau. Also Stefan, mein Name. Ja, ich bin Franzose. Nobody's perfect. Sorry für den Akzent. Ich bin tatsächlich Ingenieur, Maschinenbauer, Mechatroniker, das heißt gar kein Business-Hintergrund eigentlich. Und wir sind in dem Sinne Deep Tech-Firma, also sehr technisch unterwegs im Mobilitätssektor. Wir haben uns in virtuelle Sensoren spezialisiert, werde ich nicht so wirklich erklären, worum es geht, aber das geht darum, im Wesentlichen Sensoren im Fahrzeug zu ersetzen oder deren Ausgänge zu erweitern. Das heißt, sehr spezifische Themen, auch sehr spezifische Industrie braucht auch sehr viel Finanzierung, um da klarzukommen. Genau, wir haben das Unternehmen Ende 2016 gegründet, haben 2 Finanzierungsrunden hinter uns. Es wird nächste Woche was angekündigt, offiziell auch, kann ich nicht so viel dazu erzählen noch.
Genau, ich habe sehr lange auch technische Aspekte verantwortet, bin auch seit kurzem auch zum CEO befördert worden. Genau, zu einem ganzen Kontext, wir sind auch in Darmstadt, wenn es der ein oder andere interessiert. Ja, zum Thema Finanzierungsrunde, ja, was wir auch gerne vielleicht gewusst hätten am Anfang, und ich glaube, das hast du auch richtig gesagt, ja, ich glaube, der Begriff Runde ist auch falsch. Das ist ein Prozess, und das haben wir auch ganz klar am Anfang falsch gemacht. Ja, wir haben gedacht, naja, wir sprechen zu Investoren, irgendwie kommt man zum Deal, ja, vergisst, dass man für die nächsten paar Monate oder für das nächste Jahr wird das Geld auslaufen, dann redet man wieder. Ja. Aber das ist wie Kundenbeziehung. Ja. Man muss auch da die Kontakte pflegen, man kommt auch nicht unbedingt direkt zum Geschäft. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess. Ja. Und das ist auf jeden Fall ein Learning. Für mich auch als Maschinenbauer, Mechatroniker, habe ich auch am Anfang ein bisschen Zeit gebraucht, auch diese Sprache zu verstehen. Ja? Das ist eine eigene Sprache, auch die VCs, ob Corporates oder wirklich reine finanzielle VCs oder Business Angel in dem Sinne. Also mit Business Angel haben wir eigentlich nicht sehr viel zu tun gehabt. Wir haben direkt mit Family Office gearbeitet. Wir haben auch ein bisschen zum Glück, und das gehört auch dazu, das Thema Netzwerk. Ja, Netzwerk auch mit dem VCs, das ist ganz, ganz witzig. Mein Mitgründer ist auch befreundet mit der Gründer von Flixbus, ja, und da haben wir direkt auch Unterstützung bekommen, also Thema Mentoring, was auch vorher genannt wurde. Was ich auch gerne vorher gewusst hätte, und das habe ich auch anders auch gehört in Podiumdiskussionen auch vorher, ja, man kann ein Unternehmen organisch wachsen lassen, keine Frage, funktioniert auch, sind auch Beispiele. Aber wenn wir ein bisschen zum Flixbus zurückgehen, die hätten das nie so groß gemacht, wenn sie keine Finanzierung gehabt hätten. Und da sprechen wir von Milliarden von Dollars. Ja? Und das muss bewusst sein, es gibt einen gewissen Zeitpunkt, wo man einfach Geld braucht. Das bedeutet nicht, dass das Businessmodell nicht funktioniert. Das bedeutet auch nicht, dass man das nicht richtig macht. Man braucht einfach Sichtbarkeit, man braucht in Vertrieb, in Marketing und so weiter investieren. Und da braucht man einfach Geld. Ja? Und das war mir, was am Anfang nicht so klar war. Und das hätte ich auch gerne gewusst. Ja, danke dafür, Luis. Du sitzt auf der anderen Seite quasi auf diesem Tisch vom Hightech-Gründerfonds. Wir werden gleich noch dazu kommen, was wichtig ist und worauf man aus deiner Perspektive achten sollte in der Zusammenarbeit Funding, VC und Startups. Aber vielleicht auch einmal kurz deine Vorstellung, wer du bist, was macht ihr als Hightech-Gründerfonds? Sehr gerne, genau. Wir sind der Hightech-Gründerfonds, wir sind Seed-Investor. Definitionen gibt es viele. Wir sind meistens der erste institutionelle Investor. Häufig gibt es Business Angel, die vor uns investiert haben, Förderung, eigenes Geld. Und wenn es dann darum geht, die nächste Skalierungsstufe zu ermöglichen, dann sind wir meiner Meinung nach ein guter Ansprechpartner, deswegen bin ich da. Ich bin selber seit 5 Jahren beim Hightech Gründerfonds, bin im Digital Tech Team. Das heißt, wir schauen uns Software, Internet Themen an. Wir haben noch ein dediziertes Life Science Team, die auch so Drug Development, sehr Deep Tech Themen im Life Science Umfeld machen, und noch ein Industrial Tech Team. Also im Endeffekt decken wir alle Verticals ab, die auch nach Lehrbuch Venture Capital fähig sind. Wir machen so Investments 600.000 Euro bis zu 1 Million Euro. Genau, ich selber habe aktuell 8 Portfoliounternehmen, 3 Exits, relativ viele Anschlussrunden, und freue mich, dass ich heute mal hier bin, um so ein bisschen darüber zu sprechen, was passiert eigentlich nach dem Investment, weil häufig geht es in den Panels darum, okay, wie kriegt man ein Investment, wie sieht ein Pitch Deck aus, worauf muss man achten, und meine eigentliche Arbeit ist natürlich auch das Investment in Startups, aber ein Großteil meiner Zeit geht natürlich in die Weiterentwicklung und die Unterstützung des Portfolios, und deswegen freue ich mich, darüber heute auch zu sprechen. Perfekt, bevor wir dazu kommen, würde ich gerne noch was aufgreifen, was Stefan gerade gesagt hat. Es gibt einen Punkt, da braucht man einfach Geld, was vielleicht an der Stage noch ganz spannend ist. Wie einigt man sich denn dann auf eine Finanzierungssumme? Wie läuft da der Austausch? Und genau, was nimmt man da mit? Also es wird sich durch viele meiner Antworten ziehen. Wenn ich wüsste, wie viel Geld man braucht, dann wäre ich vielleicht selber Unternehmer. Es ist immer die Frage, also es muss vom Team kommen. Es muss irgendwie einen Plan geben, es muss eine Finanzierungssumme geben. Natürlich schauen wir mal drauf, macht es so halbwegs Sinn, plus, minus. Aber wenn wir da jetzt keine groben Lücken oder Fehler im Finanzplan finden, schauen wir schon drauf, dann nehmen wir erstmal für bare Münze, was das Team gesagt hat. Und dementsprechend ist es sehr selten so, dass in einem Finanzierungsprozess, zumindest meiner Erfahrung nach, dann kommt, nee, braucht weniger Geld, weil, wie gesagt, die Insights haben wir nicht, und das ist eine unternehmerische Entscheidung, wie viel Geld man aufnimmt. Es gab einmal ein Team, da haben wir dann aber auch nicht investiert, wo wir dann
die wollten relativ viel Geld einsammeln, 5 Millionen, und da habe ich in die Finanzplan geguckt, da war so eine Position, Internationalisierung, 2 Millionen, habe ich gefragt, okay, was steht eigentlich dahinter, konnten die auch nicht so richtig erklären, also, aber sehr, sehr selten, meistens ist es schon fundiert und das nehmen wir dann einfach als Grundlage für die Verhandlungen. Ja. Dann kommen wir jetzt zu der Frage, die du eben schon angerissen hattest, Finanzierung steht, wie geht es denn dann weiter? Wie sieht denn dann deine Arbeit aus, wie sieht denn dann die Zusammenarbeit zwischen euch und den Startups, die ihr im Portfolio habt, konkret aus? Genau, also wir sind kein operativ tätiger Fonds, das heißt, wir haben immer, wir sind an der Seitenlinie, sind da, wenn das Team uns braucht, oder wir hatten es ja vorhin auch in einem anderen Panel, wenn es nicht so gut läuft, drücken wir tatsächlich auch ein bisschen näher ran, um zu versuchen zu verstehen, woran es liegt. Und was wir eigentlich die ganze Zeit machen, ist anbieten. Wir haben ein Relationship Management, was Experten, Berater, C-Level-Positionen vermittelt, falls es notwendig ist. Wir haben als Hightech Gründerfonds 40 Corporate-Investoren, die in unseren Fonds investiert sind, um mit Startups zusammenzuarbeiten, um näher an der Innovation zu sein und um da auch Türen zu öffnen in den eigenen Konzernen. Das heißt, da vermitteln wir sehr gerne. Wir haben über 300 Portfoliounternehmen. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer stehen nach dem Einsammeln der Seed-Runde vor ähnlichen Fragestellungen. Wie skaliere ich ein Team? Wie bekomme ich Kunden? Wie sieht gutes Performance-Marketing aus? Also ja, viele Themen. Da verknüpfen wir natürlich. Und was wir auch ganz gut können, ist ein bisschen langweilig, ist dieses ganze Vertrags-Corporate-Governance-Thema. Wie setzt man das sauber auf? Und als allerletzter Punkt, dann höre ich auf zu reden, ist, was brauchen eigentlich eine Serie A-Investoren? Weil es ist gerade schon angeklungen, Venture Capital ist ja schon ein Weg, den man relativ konsistent dann auch weitergeht. Jeder Investor erwartet ein bestimmtes Wachstum, dann kommt der nächste Investor und erwartet das nächste Wachstum, und wir als Hightech Gründerfonds mit über 600 Seed Investments haben ein ganz gutes Gefühl dafür, was ein Umsatzniveau, was ein Produktniveau, was auch ein Teamniveau so grob ist, dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit eine gute Anschlussfinanzierungsrunde einsammelt. Kann auch anders funktionieren, aber immer dieses Thema hohe Wahrscheinlichkeit und gute Finanzierungsrunde. Und da helfen wir schon dem Team, weil viele der Teams, in die wir investieren, sind Erstgründer und machen es alles zum ersten Mal. Die holen sich natürlich aus dem Netzwerk Mentoren, aber wenn man als Gesellschafter dabei ist, dann hat man ja auch eine intrinsische Motivation, da ganz konkret zu unterstützen. Thies, aus deiner Perspektive von der anderen Seite geschaut, was sind denn aus Startup-Sicht die Erwartungshaltung an VC und wie konkret lief bei euch die Zusammenarbeit? Was habt ihr mitgenommen, vielleicht auch abseits vom Geld? Ja, sehr gerne. Also ich glaube, das ist tatsächlich sehr heterogen, was man erwarten kann und auch sehr heterogen darauf ankommt, was man denn wirklich möchte. Also ich glaube, es ist ein bisschen wie Dating tatsächlich auch. Also es gibt jetzt keine schlechten und keine guten Partnerinnen oder Innen, ja. Sondern es gibt Matches, so ganz grob gesagt, also um mal ein paar Dimensionen aufzumachen. Man muss sich fragen, glaube ich, als GründerInnen dann, was möchte ich selber? Ist mir jetzt sehr, sehr starkes Umsatzwachstum in dieser jetzigen Phase sehr wichtig? Und schaue ich erst später darauf, dass das Businessmodell dann auch irgendwie mittelfristig wirklich profitabel funktionieren kann eigentlich? Oder möchte ich erstmal ein valides Businessmodell finden, was ich dann sehr dediziert mit abgegrenzten Investments auch wirklich skaliere? Also das ist so ein paar Buzzwords zu nennen, die Sie kennen. So mache ich jetzt einen Landgrabbing Topline Expansion Approach oder schaue ich erst auf die Unit Economics und skaliere das dann weiter. Da sind auch die Investoren sehr heterogen in ihrer eigenen Präferenz. Ich glaube, so eine zweite Dimension ist Hands-off versus wirklich sehr enge Zusammenarbeit. Also es gibt Investoren, die so Spray-and-Pray-Approaches, nennt man das dann teilweise, die geben dir Geld und sagen, mach was draus, ja, und melde dich, wenn es gut läuft, und ansonsten melde dich nicht. Mal ganz überzeichnet gesagt. Und andere, mit denen du sehr eng im Austausch bist und sehr eng im Sparring bist, die dir sehr, sehr stark helfen können dann auch inhaltlich, was aber auch eine Downside haben kann, nämlich das kann dann auch in Reporting- und Controlling-Mechanismen führen, die sehr, sehr viel Kappa fressen, sage ich mal so. Und das ist auch persönliche Präferenz, was man da irgendwie mag. Und dann auch gleichzeitig, also ich glaube, es ist immer sehr wichtig, sich dann auch die PartnerInnen in den VCs anzuschauen, die möglicherweise bei einem investieren, was die für einen Hintergrund haben. Auch ganz grob gesagt, da hat man oft die Ex-BeraterInnen, IBlerInnen, die dann sehr, sehr
Metric-driven sind, sehr, sehr zahlenlastig unterwegs sind. Und das kann natürlich auch sehr, sehr helfen, sein eigenes Business ja, strukturierter zu durchleuchten. Es gibt aber auch wiederum dann andere VCs, oftmals Ex-FounderInnen, die dann mehr so die Themen Product oder People abdecken, Culture. Das ist eigentlich mal ganz spannend zu sehen, auch bei uns im Finanzierungsprozess. Dann, man ist ja immer vorbereitet, aber man schickt nicht immer alles los, was quasi man will ja auch zielt. Also es kam im ersten Panel, das fand ich sehr richtig, auch zielgruppenorientiert dazu, davor zu gehen. Ne? Also wir bereiten unsere Finanzierungsrunden dann immer sehr gut vor, haben sehr, sehr viel in der Hinterhand, aber dumpen da nicht alles auf einmal, sondern das, was angefragt wird. Und manche wollen dann viel mehr deine Kundenakquisitionskosten sehen und ein Customer Lifetime Value und deine Kohortenanalysen, und die stellen wir dann gerne zur Verfügung, während andere dann viel mehr ins Produkt reingehen wollen, mit deinem CPO oder deiner CPO sprechen wollen, Produktdemo sehen und so weiter. Genau, deswegen sehr, sehr unterschiedlich, was man möchte, glaube ich. Für uns konkret heißt das, was uns sehr hilft, ist auch das Netzwerk tatsächlich, aber weniger im Sales-Bereich. Also ich halte das für eins der most oversold promises von VCs, dass sie tatsächlich ihre Netzwerke für Sales öffnen, aus eigener Erfahrung. Aber sehr stark im Finanzierungsbereich. Also wie Luis richtig sagt, wenn man sich einmal entscheidet, den Venture Capital Weg einzuschlagen, dann gehen damit ja, weitere Finanzierungsrunden einher. Und da ist es dann sehr wichtig, die Netzwerke auch zu haben, dass die PartnerInnen die Netzwerke zu den größeren Fischen haben, weil ja oftmals der eigene Fonds nicht ausreicht, um die nächste Runde komplett zu finanzieren. Aber auch ganz einfach dann wirklich ein Signaling auf dem eigenen Cap-Table zu haben von ja, Tier-1-Investoren, die dann wieder helfen, größere Runden zu raisen. Der zweite Punkt für uns, der jetzt sehr relevant ist, ist auch wirklich, wenn sich makroökonomisch einiges verändert. Also jetzt haben wir möglicherweise, die meisten Experten sagen, dass eine Rezession vor der Tür. Das passiert vielleicht alle 10 Jahre, und die viele GründerInnen bei uns auch haben das noch nie operativ durchgemacht. VCs, die schon länger am Markt sind, allerdings schon. Entweder die PartnerInnen dann selber als VC in der Dotcom-Crisis oder 2008, 2009 Finanzkrise und wissen, wie man solche Zeiten, in solchen Zeiten navigiert. Das heißt nicht, dass man das alles übernehmen muss, was die einem dann sagen, aber es hilft auf jeden Fall, da Sparringspartner zu haben mit der Erfahrung. Und der letzte Punkt noch, für uns auch sehr relevant, man wird oft dadurch gezwungen, oder unserer Meinung nach, sehr holistisch auf das eigene Business zu schauen. Ich meine, im Startup ist es ja oft so, es gibt 100 Aufgaben, man kann eh nur 10 bewältigen und man muss priorisieren, also macht man das, was gerade irgendwie sehr, sehr dringend ist. Aber man schaut, dann verliert manchmal den Blick so unserer Meinung nach auf das holistische Gesamtbild, um mal ein Beispiel zu geben. Am Anfang erste Umsätze, alles geht auf New Business, es funktioniert gut, alles fokussiert sich auf Sales. Wo weniger drauf geschaut wird, ist zum Beispiel so das Thema Customer Retention, also welche Kunden bleiben wirklich bei uns nach einem Jahr. Das ist für VCs super wichtig. Am Anfang haben wir da vielleicht auch eher weniger drauf geschaut. Für VCs ist das so wichtig, weil natürlich, ja, je reifer man wird als Unternehmen, desto größer ist irgendwie der Kundenstamm, den man hat im Vergleich zum Neugeschäft, desto relevanter wird das, dass man keinen Leaky Bucket bekommt, also alles, was man oben reingießt, unten wieder rausfällt. Aber da wird dann sehr früh im VC-Austausch der Blick für geschärft, und das hilft einem dann auch, die eigenen Prozesse und das Business da von Anfang an zu verbessern, wenn man dann auch für VCs sozusagen sich ins Schaufenster stellt. Ja, danke. Ich glaube, du hast gerade ganz viele Punkte angesprochen. Ich hätte vermutlich 45 Follow-up-Fragen, sowohl ans Panel, sicherlich auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Stefan, vielleicht zu dir ein Thema, was ich gerne noch ansprechen würde. Es wurde auf dem vorherigen Panel gesagt, ja, das Produkt muss auch noch gar nicht so perfekt sein. Hauptsache, man hat erstmal was und es macht kein Over-Engineering. Jetzt habt ihr ja schon eine Weile seit dem Markteintritt oder seid schon eine Weile im Markt. Wie war denn damals euer Weg, um den Markteintritt vorzubereiten, und wie hat dann vielleicht auch die Pandemie dann nochmal was beeinflusst, 2019 mit einem Produkt an den Markt gegangen, da hat man ja fast mehr Pandemie als Nicht-Pandemie gehabt. Ja gut, die ganz ehrliche Antwort ist, die Pandemie, die hat uns nicht schneller, besser und reicher gemacht. Ja. Da wurden wir auch stark betroffen, insbesondere in der Mobilitätsindustrie. Ja. Keiner ist Auto gefahren, keiner ist irgendwo gereist. Also war für uns auch
Ich würde nicht schwierige Zeit, wir sind ganz gut durchgekommen, aber wir sind nicht wahnsinnig gewachsen, ja, das muss man auch ehrlich zusehen. Klar, wenn man im Healthcare-Bereich war, während der Pandemie hat man auch mehr Chancen gehabt als andere Player, wie wir in ganz andere Sektoren unterwegs waren. Ja, das ist eine gute Frage und ich wollte nur vielleicht kurz sagen, bin völlig einverstanden mit was du gesagt hast. Ich wollte nur eine Kleinigkeit hinzufügen. Das ist auch wichtig zu wissen, zu welcher Phase passt welcher Investor. Und das ist wie jede Stelle im Unternehmen. Ja, der CEO bei einem Team von 20 Leuten ist vielleicht nicht der CEO, der bei einem Team von 200 Leuten da sein muss. Ja, und genauso bei Investoren. In Frühphasen wird ins Team investiert. Und das ist so ein bisschen egal eigentlich, wie reif ist das Produkt oder wie man guckt auch nicht unbedingt in die Technologie rein, man vertraut auch einfach die Fähigkeit von den Gründern, das zu machen. Wenn man so Richtung Series B, C und so weiter, dann ist das Team immer noch wichtig, ja, aber man investiert in ein Businessmodell, ja. Und noch eine Kleinigkeit ist, VC ist auch eine Industrie und das entwickelt sich und das ändert sich. Ja? Und man sieht auch gerade, vor 6 Monaten noch hat man wahnsinnig viel Geld investiert, einfach nur in würde gern Unternehmen, ja? Und mal gucken, ob das Geschäftsmodell in vielleicht 10 Jahren sich hält. Ab gar nichts gegen diese Unternehmen, ja, aber diese ganze Flink und Gorilla und was weiß ich, ja, die da wahnsinnig viel hohe Summe eingesammelt haben und die einfach nicht profitabel sind und den Markt auch ein bisschen kaputt machen, in Anführungsstrichen, die kriegen gerade kein Geld mehr. Weil jetzt hat sich auch die Investmentthesen von den Investoren sehr stark geändert und dann wird auch ein bisschen kurzfristiger geschaut. Ja, was passiert? Ist das Geschäftsmodell auch in 3 Jahren umsatzfähig oder renditefähig? Ja? Aber nur so unter Klammer. Ja, Product Market Fit, ja, man kann auch schöne Rede halten am Anfang, man macht so ein bisschen mit Bauchgefühl, ja. Am Anfang hat man ein Team von 5 Leuten, man entwickelt was, man arbeitet schon mit den Kunden zusammen, man hat ein bisschen Feedback bekommen. Was wir auch gerne gesagt haben, ist, wenn du nicht dein erstes Produkt irgendwie, wenn du dich für dein erstes Produkt nicht schämst, dann warst du nicht schnell genug. Ja? Das heißt, du musst irgendwas irgendwie in den Markt bringen und du musst daraus lernen. Und das ist das Wichtigste. Das ist nicht, ja, ich platziere irgendwas und dann gucke ich mal. Ja, das ist, und dann generiere ich KPIs, gucke ich mal, was meine Kunden mit dem Produkt machen, fange ich auch ein bisschen Customer Success Management zu machen, Kundeninterviews zu führen und so weiter und so fort. Und darauf kannst du aufbauen. Ja? Aber ist ja klar, ich glaube, das ist immer ein bisschen der Spagat zwischen Erfahrung, Mentoring, ja, kann man haben, gewisse Fehler muss man auch selbst machen, glaube ich, weil das gehört zum Prozess einfach. Die Art und Weise, wie wir heute mit dem Produkt vorgehen, ist gar nicht vergleichbar mit was wir vor einem Jahr, vor 2 Jahren, vor 3 Jahren gemacht haben. Ja. Aber ich würde behaupten, am Anfang, insbesondere wenn der Sektor oder die Idee ein bisschen umkämpft ist, muss man einfach schneller sein. Ja. Und da spielt wiederum ja, von dem Produkt auch schnell iterieren und auch Geld einsammeln. Ja. Um Sichtbarkeit zu generieren. Das gehört alles ein bisschen dazu. Ja, ja, du hast gerade viele Punkte auch gerade nochmal zum VC-Umfeld genommen, Luis, die ich mit dir gerne nochmal ganz kurz aufgreifen würde, so ein bisschen zu der Frage, was sind denn die Erwartungshaltungen, wenn ihr investiert habt? Was ist denn dann eure Perspektive auf das Ganze? Was erwartet ihr und wie trackt ihr es auch? Also ich glaube, es ist eben schon wichtig und ich habe heute 1-2 Gespräche geführt, auch mit Gründern, die, glaube ich, nicht so richtig bewusst waren, was es denn bedeutet, Venture Capital einzusammeln. Nämlich, dass man dann, wie gesagt, in so ein bisschen Hamsterrad ist vielleicht ein sehr negatives Bild, aber es geht, also man baut einfach ein Geschäftsmodell auf, man wird lange Cashflow negativ sein, deswegen ist es unumgänglich, die nächste Runde einzusammeln. Man braucht auch ein gewisses Wachstumsdrive. Du hast es ja vorhin auch gesagt, wenn man 20 Jahre an einem Unternehmen arbeiten will, dann ist es vielleicht kein Venture Capital Unternehmen, weil das Geschäftsmodell ist ja inhärent, wenn verkauft wird, wird Geld verdient, vorher nicht. So, und das heißt, natürlich muss irgendwann verkauft werden und es kann auch mal ein bisschen länger dauern. Man kann irgendwie argumentieren, okay, ist gerade nicht wertoptimal, deswegen bleibt man ein bisschen länger drin, aber dann irgendwann ist der Fonds auch zu Ende gelaufen und dann muss verkauft werden. Deswegen ist die Erwartungshaltung natürlich schon,
eine gewisse Geschwindigkeit oben zu halten und dabei zu unterstützen, zu schauen, wie kriegen wir die nächste Finanzierungsrunde, wie ergänzen wir das Team, ist häufig so in der Seed-Phase, dass, du hast es gerade angesprochen, bestimmte Kernkompetenzen da sind, die reichen dann auch meistens noch irgendwie in die Serie A rein, aber irgendwann muss man sein Team einfach ergänzen und ist ja auch überhaupt keine Niederlage, braucht man andere Kompetenzen, zusätzliche Kompetenzen, dass wir da eine Erwartungshaltung haben, dass die Teams sich dem auch bewusst sind, wen sie brauchen, ist auch was, was wir in der Due Diligence sehr genau uns ansehen, zu sagen, okay, wissen die Gründerinnen und Gründer, was sie können und was sie nicht können und wer dann dazugeholt werden muss, um eben das Geschäftsmodell groß aufzubauen. Genau, also das sind so unsere Erwartungshaltungen, geht alles sehr in die Richtung, wenn man diesen Weg eingeschlagen hat, dann muss man ihn eben auch idealerweise weitergehen und ein paar schaffen es nicht, ist nicht tragisch, aber zumindest die Ambition sollte da sein und das in diese Richtung geht auch der meiste unserer Support, ehrlicherweise. Ja. Ja. Thies, Stefan, vielleicht für die letzten 5 Minuten, glaube ich, sind wir ganz gespannt, wie euer Ausblick denn aussehen könnte. Es ist natürlich immer so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Du hast gerade schon das Thema Finanzierung ja nochmal, wo du noch nicht so viel verraten darfst, angesprochen. Aber im Idealszenario mit eurer Vision, wo sieht man euch und eure Unternehmen in 2-3 Jahren? Starte gerne. Das ideale Szenario wäre, dass wir dann European Market Leader in unserer Category sind. Das ist das, was wir anstreben und auch guter Dinge sind, dass das funktioniert. Tatsächlich ist so ein bisschen speziell jetzt durch Cyber Security und den ganzen Corona- und Homeoffice-Trend und halt auch durch den Krieg in der Ukraine durch Russland verursacht, dass das Thema eigentlich eher größer wird tatsächlich als kleiner, trotz einer drohenden Rezession. Deswegen haben wir da Momentum, was wir aktuell nutzen mit der Internationalisierung, die wir jetzt auch durch diese Runde letztlich Anfang des Jahres finanzieren oder anfangen zu finanzieren. Das ist, glaube ich, auch für uns ganz wichtig, dass wir halt nicht internationalisieren, indem wir irgendwo ein fancy Office aufmachen und langjährige Mietverträge eingeben und jetzt monatelange Performance-Marketing-Kampagnen schon mal schalten, sondern dass wir das sehr bedacht machen und das ist auch da in unserer DNA doch durchaus die Investments sinnvoll und überprüfend wirklich auch nur zu triggern und jetzt nicht unser Cash durchzubrennen, was wir gerade erst eingesammelt haben. Ansonsten natürlich halt auch das Geld einzusetzen für Product Bets. Also wir haben das was Stefan auch sagte am Anfang, wirklich, man muss sehr, sehr hemdsärmlich rausgehen und also was wir am Anfang verkauft haben, da haben wir uns auch für geschämt und das wurde trotzdem gekauft. Das war eigentlich der beste Test, dass da wirklich ein Pain im Market ist. Ja. Aber mittlerweile sind wir halt etwas reifer geworden und jetzt sind wir dabei, die Innovation in dem Markt auch zu pushen und zu treiben. Und das ist jetzt das, was uns bevorsteht, ob wir das auch weiterhin können und schaffen und halt in einer großen Organisation und halt auch gleichzeitig einfach die Prozesse im Unternehmen weiter zu professionalisieren. Wir haben jetzt in den letzten 1,5 Jahren hat sich unser Team vervierfacht, von irgendwie ja 90 auf 350 Mitarbeitende. Und da jetzt den Laden da einmal ordentlich zu strukturieren und so viele Themen auf einmal zu machen, ohne das Risiko zu doll zu erhöhen, das sind so unsere Themen, genau. Klingt nach einer spannenden Reihe. Stefan, das Schlusswort des Panels, wo geht's für euch hin? Wie sieht eure Reise aus? Also was ich den Investoren verkauft habe oder was ich für realistisch halte? vielleicht noch ganz kurz zum VC, einen kleinen Tipp auch aus meiner eigenen Erfahrung. Sortiert euch immer zuerst einen Lead-Investor. Ihr werdet immer Followers finden und verbringt einfach keine Energie und Zeit mit Followers. Also nicht böse gemeint, ich weiß, dass ITEC Gründerfonds noch rückblickend 2016, ihr habt nur pari passu investiert. Genau, ich weiß, dass ihr das jetzt anders macht, ja, ihr habt einen eigenen Fonds und so, aber das war Leute, die mit investieren, das ist wie im Privaten, ja. Man will nicht immer der Erste sein, ja, aber man will schnell followen und das passiert auch sehr oft. Und vielleicht auch noch eine Kleinigkeit zum Thema, sich schämen über das Produkt. Es muss schon ein Painpoint antworten. Ja? Also das geht nicht darum, einfach irgendwas auf den Markt zu bringen, aber ob es nicht schön aussieht, das ist eine andere Frage. Nee, also bei uns Pläne sind eigentlich ganz klar, 3 Jahre, also sogar in 1,5 bis 2 Jahre noch die nächste Finanzierungsrunde dann.
mit der Zielsetzung, Team um die 100, 150 Mitarbeiter zu haben und schon weitgehend über achtstelligen Umsatzbetrage zu sein. Und das ist eigentlich, was wir da vorhaben, mit gleichzeitig, und das wird jetzt in den nächsten 2 Jahren passieren. Wir öffnen jetzt ein kleines Büro in Berlin, also wir sind noch in Darmstadt, wir werden noch in Berlin aufmachen, aufgrund von einem anderen Thema, Arbeitskraftmangel. Ja. Ist ein bisschen einfacher, IT-Fachleute in Berlin zu finden als in Darmstadt. Und sich auch Richtung Asien ausweiten, weil wir sehr, sehr früh auch mit Asien gearbeitet haben, mit der Automobilhersteller in Japan, in Indien, in Korea, und da muss man auch irgendwann auch präsent sein. Und aufgrund dessen, was am Montag angekündigt wird, werden wir auch Richtung USA gehen. Aber zunächst mal langsam mit der Zielsetzung, in 1,5 bis 2 Jahren auch dort ein Office aufzumachen. Ja. Ja, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Du hast gerade mit dem Thema Fachkräfte, glaube ich, noch was angesprochen, was wir auch sicherlich in dieser Runde noch mal 2 Stunden diskutieren könnten. Also ich glaube, wie das bei guten Panels ist, man geht teilweise mit mehr Fragen als mit Antworten. Aber vielen Dank, dass ihr eure Einblicke, vor allem auch aus dem Bereich Funding, geteilt habt. Ganz viel Erfolg weiterhin bei guten Investments und bei guten Unternehmensentscheidungen. Danke Luis, Thies und Stefan, dass ihr da wart, und danke an euch, dass ihr zugehört habt. Applaus